Boah, Leute, so hatte ich mir das aber überhaupt nicht vorgestellt. Mann. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten beim Clan. Spätzle mit Soße bei diesem Gegner hier, den kann ich hier oben nicht stehen lassen, die 8 Pokale. Und wenn es nur 4 wären, die muss ich in jedem Fall mitnehmen. Denn die Base ist verschossen. Und hier oben so ein Ding zu finden in, wo ist er, Titan 2, ist wirklich, wirklich selten. Ich weiß nur noch nicht, wie ich jetzt hier am einfachsten in diese Base komme. Ich habe hier ein paar Mauerbrecher. Ich habe ja tatsächlich ein paar Mauerbrecher. Brechen die hier wohl durch? Ja, die brechen da durch. Das ist super. Dann können wir hier mit unseren restlichen Geschützen mal reingehen. So, ein paar Bowler gesetzt und dann gucken wir mal, wie wir durch so eine Base hier überhaupt durchgehen können. Denn das ist nicht ganz so einfach, kann ich euch sagen. Das ist nicht ganz so einfach hier. Und okay, da hat er schon mal aufgesprungen. Jetzt habe ich natürlich noch, ich habe ja noch meine Hogs. Ich habe ja noch die Hogs aus dem laufenden Event und ich nehme auch mal wieder ganz, ganz zeitnah und aktuell ja für euch auf. Und die lassen wir hier jetzt schon mal raus. Die lassen wir hier jetzt schon mal raus. So ein bisschen Surgical, ihr seht das hier, das geht eigentlich ganz gut. Die müssen hier jetzt gleich so ein bisschen schon zusammenreiten an der Luftabwehr hier. Noch gibt es hier nicht viel Beschuss. Allerdings gibt es den jetzt schon. Okay, das sieht aber aktuell, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir schmeißen hier mal proaktiv den Heil. Oh, das sind nur 2 Hogs da. Den habe ich ein bisschen verworfen. Okay, vor lauter Hektik habe ich jetzt auch meine Queen vergessen. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben noch reichlich Truppen hier und wir haben noch 2 Heilzauber vor allen Dingen. Wir haben noch 2 Heilzauber. Den einwerfen wir in jedem Fall hier. Dann kriegen die noch so ein bisschen was mit. Und die sind ja noch ein bisschen abgelenkt jetzt von den paar Riesen hier. Viele Riesen sind es jetzt nicht mehr. Und ich muss hier nochmal den Heilzauber werfen. Geht nicht anders, Leute. So, jetzt müssen wir allerdings für ein bisschen Cleanup sorgen, denn ich glaube, das kriegen meine Truppen jetzt doch nicht ganz hin. Eieiei, das sind zu wenig Hogs. Das sind zu wenig Hogs. Wir schaffen die Base nicht ganz, aber das ist nicht so schlimm. Der Lot ist ja jetzt auch nicht schlecht. Und das bisschen, was wir jetzt an Pokale haben, das holen wir noch rein. Wir sind ja ganz, ganz dicht dran. Ich mache das ganz, ganz dicht für euch. Und, oh, das kann ja doch noch was werden. Die beiden Hogs, ob die das noch schaffen da? Die eine Kanone, komm, 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 komm. Hog Rider! Schafft es nicht ganz. Okay, aber ich habe Lufttruppen. Ich habe Lufttruppen im Backend. Ach, schade. Eieiei, ist das eng. Ist eine enge Kiste, aber 18 Sekunden werden die nicht mehr packen. Sehr ärgerlich. Macht aber nichts. Ich bin auf einem ganz guten Wege. Ich habe nicht alles das mitgenommen, was ich eigentlich wollte. Denn ich habe natürlich auch so ein bisschen auf Sicherheit gespielt, da mir ja nach wie vor der Warden so ein bisschen fehlt. Und dann kriegen wir hier jetzt nicht ganz so viel Pokale. Das macht aber nichts. Ich gehe weiter auf die Suche, denn ich verbinde das Ganze natürlich, ah, das ist auch nett, das ist auch nett. Ich verbinde das Ganze natürlich so ein bisschen mit dem Hog Rider Event hier und ihr seht, mir fehlen nur noch 10 Pokale. Mir fehlen nur noch 10 Pokale, wir bauen diese Armee exakt nach, wenn wir es könnten. Wir haben natürlich mal wieder ein Gift dabei, zu viel und ja, wir versüßen uns einfach die Wartezeit. Ich glaube, ich habe eine Tech für euch drin. Habe ich noch eine Tech für euch drin? Ja, es ist der Clash Skill vom Clan. Clash, wie heißt das? Clash, Test, Clash, Tatisch oder so. Tastisch. Clash Tastisch. Okay, fantastisch. Clash Tastisch. Boah, was für ein Wortspiel. Und es ist ein schönes Rathaus. 10 habe ich mir eben schon mal angeguckt. Deswegen habe ich die Tech auch noch in der Zwischenablage. Weil alle, die da drunter waren, waren heute Morgen leider wieder abgefarmt. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Kombi Helden hier 30, 31, 33. Sehr, sehr schick. Und die Base ist auch schon richtig, richtig stark. Die Mauern gehen schon auf ihren Endlevel. Und ich will fast sagen, die Base hier ist schon maxed out. Die Teslas brauche ich mir nicht angucken, auch wenn ich sie nicht sehe. Auch die werden maxed out sein hier. Und er ist im Moment in Meister 3 am Rumfarmen. Die Base, glaube ich, von der Aufteilung ist ganz nett. Allerdings hier hinten so 3 Bogenschützentürme, ich denke mal, ja, er will so ein bisschen diesen Weg hier über den Inferno, über die Clanburg hin zum dunklen Pott so ein bisschen sichern. Ich würde es trotzdem so ein bisschen aufteilen, denn hier fehlt vielleicht oder vielleicht auch hier so ein Bogenschützenturm oder so. Aber sonst sieht das ganz in Ordnung aus. Die stehen alle auf
Luft, glaube ich. Da ist der zweite. Und uns fehlt noch einer, der ist hier in der Mitte. Jawohl. Ja, ist glaube ich, ganz anständig. Und die Base, Verteidigung will ich das jetzt nicht nennen. Sieht aber ganz gut aus. 57 Mal Defense ist gewonnen. Es gibt ja auch diese blöde Tat, wo es ja nur 100 Games für gibt und du musst 5000 Mal verteidigen. Ist mir nach wie vor ein Rätsel. Aber schönes Ding hier, ich glaube, sieht so ein bisschen aus wie ein Urlaubsaccount. Ein bisschen was gespendet, aber nichts genommen. Und ist, glaube ich, ein ganz netter Account. Ich habe ihn einfach mal mit reingenommen, weil er jetzt aus der unteren Sache kam. Und ja, wir versüßen uns die Wartezeit weiter, nämlich mit einem CK-Angriff von, lass mich mal eben anfordern, Riesenwut. Und ich brauche auch wieder eine Karre, glaube ich. Ja, ich brauche wieder eine Karre. Da kommt allerdings ein Luftschiff nach. Das macht nichts. Wir haben ein Rathaus 10 auf Rathaus 12. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Denn der ist aus unserem letzten Clankrieg hier. Also, ich halte mal eben an. Nummer 9 und der Rafi auf die Nummer 1. Auf die Nummer 1 waren leider nur ein Stern drauf. Und dies wird ein 2-Sterner. Ich will euch nur mal zeigen, wie. Ich nehme es zwar vorweg, aber ich wollte es einfach nur mal zeigen, dass es so möglich ist. Und es gibt ja etliche tote Gebäude in diesem Dorf hier. Das kann man als Angreifer sehr, sehr gut ausnutzen. Und vor allen Dingen auch hier unten hätte ich vielleicht ein paar Lakaien gesetzt. Wir sehen gleich, was er für Truppen setzt. Denn hier gibt es nur Punktschaden von den Kanonen und von den Minenwerfer. Hier reicht keine Luftabwehr, kein Bogenschützenturm ran. Das sind alles tote Gebäude. Das seht ihr hier. Aber wie er das gelöst hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Er hat nämlich eine ganze Masse Bowler dabei, ein paar Walküren und nimmt jetzt auch hier schon mal hier hinten so ein paar Gebäude raus. Das tut nicht so weh. Der Minenwerfer geht ja mit drauf. Die Bowler werfen ja, ich glaube, es sind 6 Felder, die werfen können. Und ihr seht das hier, da geht der Minenwerfer schon mal drauf. Und jetzt ist diese ganze Ecke hier erstmal komplett unverteidigt, die toten Gebäude. Auch der Sammler hier noch. Das Ganze macht er auf der anderen Seite genauso, denn die Base hier, man sieht das so ein bisschen, ist symmetrisch. Das heißt also, wenn ich hier jetzt einen Strich in die Mitte ziehe, sieht sie rechts und links gleich aus. Und dann kannst du das natürlich so machen. Jetzt kommt er schon, unten hat er auch noch ein bisschen was gemacht. Jetzt kommt er von oben, funnelt er zwar über die Ecke, das ist aber nicht so schlimm und die Ecke ist auch hart verteidigt. Die Ecke ist wirklich hart verteidigt, hat aber schön lange gewartet mit den Walküren. Die wollten kurz mal abdriften, haben sie aber nicht gemacht. Und die Karre geht hier wirklich schön in die Base rein. Die Infernos sind ja hier völlig außer Reichweite. Die schützen das Rathaus in keinster Weise. Und jetzt geht die Karre in der Mitte kaputt. Da hat er einen Fries raufgesetzt, denn ja, das Ding verteidigt sich ja in der Mitte. Und ja, da waren schon 52%. Zweiter Stern hier mit dem Rathaus 10. Sehr, sehr schön. Haben wir cool geparkt, glaube ich. Und habe ich einfach mal für euch festgehalten. Auch alle anderen Kämpfe waren wieder sehr, sehr nett. Tolles Zusammenspiel mal wieder vom Clan hier. Das hat uns auch den siebten Sieg in Serie wieder gebracht. Also 61% hier. Denn hier oben war noch ein Stern zu holen. Ich zeige euch das Endergebnis kurz. Vielen Dank, Rentsch, für die Riesen. Und, na komm, geh mal weg. 58, 46, also doch sehr deutlich. Der Gegner hat irgendwann mal aufgegeben. Aber hier oben nur 2 Stück offen zu lassen, also ist richtig, richtig starkes Ding. Hier Free Guy wieder 3, Doc 3, hier nochmal der Doc, der Jennek, wir gucken uns mal einen Angriff von dir an. Auf den Rathaus 11, also Rathaus 11 auf Rathaus 11. Ich hätte fast gesagt, der Jennek kann nur Hog Rider, aber er kann's. Muss man mal so sagen. Und hatte die Tage gefragt, Mensch Toto, finde ich auch mal einen Angriff von mir? Ja, jetzt findest du hier mal einen von dir. Du hast gar nicht mal so Unrecht, aber ich kann auch nicht mal alle mit reinnehmen und nehme das eigentlich immer ganz wahllos. Also ich gucke mir das manchmal vorher an, schreibe mir dann die Nummern raus, welches ich denn, was ich denn zeigen möchte. Es muss ja auch ein bisschen zeitlich passen. Und deswegen kommt nicht jeder hier mal dran. Jeder war hier, glaube ich, schon mal drin. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen nicht sieht. Ich lasse mich ja immer mal gerne außen vor. Kommt jetzt aber gut in die Base rein. Klar, ist noch kein Max-Out Rathaus 11 hier, aber er hat einen Adler. Er hat 2 Infernos auf Level, ja, ich glaube, es ist Level 3. Und der Jennek ist ja jetzt auch nicht so der Bombe-Elver. Also auch noch nicht so super lange. 10er Warden hat er jetzt aber immerhin schon. Also schon mal die zweite Stufe der Fähigkeit freigeschaltet. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich denke, ein Pärchen mit 40, 40, 20 macht sich immer sehr, sehr gut im Rathaus 11 Bereich, bevor man dann die dunklen Helden weitermacht, also King und Queen. Denn da schaffst du doch schon relativ viel mit. Die Hawks teilen sich zwar jetzt hier ganz, ganz stark
Ist aber in dieser Base hier überhaupt nicht schlimm gewesen. Die sind auf 7 schon ziemlich stark. Muss man mal so sagen, hat er gut gemacht hier. Jetzt habe ich ihn auch mal mit drin gehabt. Und stimmt schon, der Jannik holt hier schon einiges an Dreier raus für uns in seiner Range. Also auch, es geht auch ohne Dip. Es geht auch auf eine Base, die ein Adler hat, die schon mal recht nett verteidigt ist. Und von daher ist es sicherlich auch mal zeigenswert. Grüße an dich. Gehen hiermit auch mal raus. Und ja, wir kennen uns ja auch so ein bisschen im RL. Haben uns zwar noch nicht gesehen, aber wir kennen uns schon so lange. Und wissen, wie jeder tickt. Schönes Ding hier, 100% vom Jannik. Und ja, echt tolles Ding. Und das ist unser siebter Sieg in Serie. Ja, 7 Stück haben wir mal wieder. Also unser Warlock ist schon nett. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin fürchterlich stolz hier auch auf den Clan. Muss ich sagen, was wir hier geschafft haben. Und wir sind ja auch bald sind wir auch Clan Level 13. Haben noch einen einzigen Platz, aber ich glaube, der ist vergeben für jemanden. Den ihr auch kennt, den werde ich euch mal in den späteren Folgen mal kurz ein bisschen näher bringen. Und ich würde sagen, wir warten kurz mal die 15 Minuten ab. Die warte ich jetzt mal ab. Die braucht ihr nicht abwarten. Bis zum nächsten Angriff. Ich hoffe, das wird der Legendenfight. So, ob das jetzt unser Legendenfight ist. Wir checken das mal ab. Es ist ein Rathaus 11er. Das passt mir eigentlich ganz gut, dass ich nicht so einen ganz so starken habe. Da hat er ein Inferno im Ausbau. Ich würde sagen, wir nehmen den... Oh, was habe ich denn jetzt? Oh, jetzt habe ich dann Luftschiff. Naja, ist egal. Ist egal, wenn wir hier ein Luftschiff haben. Ist, glaube ich, nicht ganz so super schlimm. Und dann gucken wir mal, dass wir hier trotzdem so einigermaßen in diese Base reinkommen mit dem Luftschiff. Wie witzig. Echt witzig. Eigentlich ist es natürlich ein bisschen besser, wenn wir jetzt nicht unbedingt ein Luftschiff hätten hier, sondern etwas anderes, nämlich... ja. Was eigentlich, ja. Es wäre etwas besser gewesen, wenn wir dort Riesen drin gehabt hätten, die vielleicht aus einer Karre gekommen wären. Das wäre sicherlich etwas schicker gewesen, kann man nicht anders sagen. Aber egal, wir nehmen die Base jetzt mit, so wie sie kommt. Und wir spammen hier mal so ein bisschen unsere Hox rein. Der Drachen tut mir etwas weh. Ja, der Drachen tut mir natürlich jetzt etwas weh. Mal sehen. Mal sehen, ob der vielleicht ja Richtung meiner Queen geht. Das wäre nicht schlecht und... Oh, meine Queen ist schon weg, okay. Eieieiei, das ist jetzt natürlich Kacke. Das ist ganz, ganz große Kacke. Ich denke mal, den verlieren wir, weil der Drache und der Babydrache zusammen, die sind einfach zu stark. Wir holen hier in jedem Fall den einen Pokal. Okay, wir holen den einen Pokal. Mal gucken, ob wir hier noch wenigstens so ein bisschen was machen können. So ein ganz kleines bisschen. Ah, die gehen hier hinten auf den Golem, umso besser. Da kann ich hier nochmal so ein bisschen meine Hox durchheilen. Einen zweiten Stern kriegen wir natürlich nicht mehr. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Prozente. Dann heilen wir hier die nochmal. Mal sehen. Ich glaube, das werden keine 10 Sterne. So eine Scheiße. Die Aufnahme kannst du knicken, Toto. Oh, nerv off, ey. Nur weil ich da jetzt so ein beschissenes Luftschiff drin habe. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Das ist nicht mein Legendenfight, glaube ich. Ich glaube, den brechen wir auch ab. Der ist so scheiße. Oh, Mensch, das Kind, das 5 Pokale. Es fehlen mir immer noch 5 Pokale. Ja, Freunde, wir haben hier ein Ergebnis. 26 Pokale. Ich konnte euch den Kampf nicht zeigen, da ich gerade von unten nach oben hochgelaufen bin. Den habe ich nämlich im wohlverdienten Garten beim wohlverdienten Bierchen gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Ich wollte es auf jeden Fall live für euch festhalten. Ihr seht schon links oben, ich habe es endlich gepackt. Und es war eine Farce heute. Es war wirklich eine Farce heute. Denn als ich euch den Kampf gezeigt hatte, wo ich auf 4.995 war, das war hier unten bei der Bella, habe ich nur noch Mist gemacht. Ihr seht das hier, minus 14. Okay, das konnte ich gerade noch so kompensieren. 8, minus 11. Ich habe es wieder verdattelt. Aber danach bin ich recht stabil jetzt geblieben und habe gedacht, Toto, bleib mal ein bisschen locker, mach mal ganz, ganz behende, dann packst du das auch. Natürlich packe ich das. Trotzdem, es hat jetzt echt gedauert und ich bin nicht untröstlich, aber ich wollte es zumindest mit euch feiern. Ich bin in der Legendenliga. Also meine Kinder, oh, und es wird sogar richtig gejubelt, hurra. Und meine Kinder können mich jetzt nicht nur neben meinem normalen Namen, die nennen mich nämlich immer Herr Admin hier,
können Sie mich jetzt auch Legende nennen? Das ist sehr nett, sehr nett. Und es gibt eigentlich nichts in der Legende. Aber ich würde sagen, ich genieße jetzt erstmal ein bisschen Ruhm und Ehre. Denn das ist das Einzige, was man hier oben genießen kann. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen drüber. Mal sehen. Ich denke, die Saison geht noch ein paar Tage. 5 Tage, 9 Stunden. Ja, 5 Tage, 9 Stunden. Ich glaube, die mache ich in jedem Fall zu Ende hier und quicktraine hier jetzt auch nach zum 100. Mal. Ich habe hier auch echt, ich habe hier geschoben. Ihr seht das hier, ich habe das Event ja schon lange fertig, das Hockrider-Event. 3 Kämpfe in 5 Tagen. Ich weiß nicht, ob da bei Supercell was verkehrt gelaufen ist, aber einfacher ging es dann nun wirklich nicht. Und dadurch hatte ich ein paar Tränke jetzt mehr in meiner Truhe hier. Morgen gibt es hoffentlich dann den ersten Legendenbonus. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Es gibt ja normal hier oben schon 3.400 mit 2.400 Dunklen. Mal sehen. Also Gruß aus der Legende von eurem sich quälenden Toto Clasht. Und hitzige Grüße an euch. Bis dahin, euer Toto.